Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, was für ein Empfang. Willkommen bei unserem Bundesparteitag. Auf geht's, Freundinnen und Freunde. Es ist Zeit, die Weichen zu stellen. Die Weichen für 4 große SPD-Wahlsiege in diesem Jahr. In einer Woche, liebe Anke, wirst du im Saarland gewinnen und Ministerpräsidentin werden. Darauf freuen wir uns heute. Und ich kann euch sagen, mit der Frau Wahlkampf machen, macht richtig Spaß. Ist auch wichtig in der Partei. Am 7. Mai wird Thorsten Albig bestätigt als Ministerpräsident. Und eine Woche später werden wir in Nordrhein-Westfalen den Reigen komplett machen. Grüße, meine Nordrhein-Westfalen. Ja, wir machen den Reigen der Landtagswahlen komplett, aber da war doch noch was, da kommt doch noch was. Am 24. September wird die SPD wieder das Kanzleramt erobern. Und wir werden da reingehen mit einem Mann, den wir heute zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten wählen werden. Einem Mann, der, das haben die letzten Wochen gezeigt, der richtige Kandidat zur richtigen Zeit ist. Wir gehen da rein mit Martin Schulz an unserer Spitze. Heute, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde der SPD, heute setzen wir den Schulz-Zug auf die Gleise. Und diese Gleise führen direkt ins Bundeskanzleramt. Ich glaube daran, ihr glaubt daran und mit uns glauben daran 13.000 neue SPD-Mitglieder, die seit Januar in unsere Partei eingetreten sind. Und hinter uns sitzt ein Teil davon. Seid ihr uns ganz besonders herzlich willkommen bei unserem Bundesparteitag und vor allem herzlich willkommen in der sozialdemokratischen Familie. Genossinnen und Genossen, ich habe mir die Mühe gemacht oder das Vergnügen gehabt, mit einigen der Neueintritte in Nordrhein-Westfalen mal direkt zu sprechen. Ich habe sie angerufen, weil mich interessiert hat, was ist der konkrete Grund dafür, dass sie jetzt in die SPD eintreten, natürlich neben Martin Schulz. Und es war immer die gleiche Antwort. Diese Menschen, ganz viele Junge, haben erkannt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Flagge zu zeigen. Flagge zu zeigen für mehr Gerechtigkeit, für die Demokratie. Und diesen Weg wollen wir gemeinsam gehen. Schönen Dank, dass ihr bei uns seid.
Und Ihnen und uns ist wichtig, dass wir eine klare Haltung haben für eine weltoffene, eine freiheitliche Gesellschaft. Ihnen und uns ist wichtig, dass wir deutlich machen, wir wollen kein Zurück nach gestern. Brexit und Trump ist der falsche Weg. Mit Blick auf die Rechtspopulisten sagen wir deutlich, wir stehen für ein freies, gutes und starkes Europa. Das ist das, was dieses Land stark macht. Diese Menschen, sie setzen auf uns, die Sozialdemokratie. Auch weil wir uns in unserer Geschichte immer treu geblieben sind, immer auf der richtigen Seite standen. Für Demokratie, für Freiheit, für Solidarität und für Gerechtigkeit. Und dabei standen uns viele immer und verlässlich zur Seite. Unter anderem die Gewerkschaften. Und deshalb freue ich mich, heute hier begrüßen zu dürfen für die Gewerkschaften Rainer Hoffmann vom DGB, Jörg Hofmann, IG Metall, Michael Vassiliadis, IGBC, Malis TPG, W und Frank Sierske von Verdi. Seid uns herzlich willkommen. Und genauso herzlich willkommen heißen wir die Vertreterinnen der Kirchen- und Religionsgemeinschaften und die Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen und Verbänden. Unter anderem Wilhelm Schmidt von unserer, sage ich, AWO. Unsere AWO. Und wir freuen uns über die vielen kommunalen Vertreter, die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Stellvertretend begrüße ich dafür Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städtetag. Und einen grüße ich ganz besonders. Das ist unser ehemaliger Parteivorsitzender und jetziger Vorsitzender der Friedrich-Ebert-Stiftung, Kurt Beck. Schön, dass du heute bei diesem Tag dabei bist. Bei unserem Kampf für eine freie und offene Gesellschaft sind viele, sehr viele Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Kultur an unserer Seite. Heute sind dazu hier Klaus Steck, Rena Demirkan, Oskar Neck, Thomas Kufutz. Seid uns herzlich willkommen. Wir freuen uns auf diese Nähe, die wir mit euch haben. Ja, wir sind viele, die diesen Kampf kämpfen. Und wir werden immer mehr. Wir sind stark. Und wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Weil wir gemeinsam aufstehen gegen die, die spalten wollen, die auf Hass setzen und die Grenzen wieder hochziehen wollen, Mauern und Zäune bauen wollen, gegen all die, die unsere Demokratie, die Medien, die Gewaltenteilung angreifen. Gegen die stehen wir auf und zeigen Flagge. Das ist Sozialdemokratie in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Viele, viele spüren gerade jetzt, braucht es eine starke Sozialdemokratie. Und sie spüren, dass Martin Schulz mit Leidenschaft und hoher Glaubwürdigkeit genau für diese Werte steht. Das ist das große Pfund, was wir in den nächsten Wochen ausspielen werden. Die Glaubwürdigkeit, die klare Haltung, das ist Sozialdemokratie mit Martin Schulz, liebe Genossinnen und Genossen.
Und für Glaubwürdigkeit steht ein Mann, dessen Handeln und Tun immer wieder sich am Wohl der Menschen ausgerichtet hat und der auch das Wohl unserer Partei immer in den Blick genommen hat. Sigmar Gabriel hat in einer der tiefsten Krisen der Sozialdemokratie Verantwortung übernommen. Wir erinnern uns zurück. 2009, Sigmar, mit deiner großen Rede auf dem Parteitag in Dresden. Nach schwerer Wahlniederlage hast du uns wieder aufgerichtet und den Weg gezeigt. Danach haben wir mit dir an der Seite Landtagswahl um Landtagswahl gewonnen. So konnten wir das Leben vor Ort gerechter und besser machen. Seite an Seite haben wir gearbeitet am Gegenentwurf zur kalten Politik des Privat vor Staat, des schlanken, ja des magersüchtigen Staates. Das haben wir mit dir umgesetzt. Und dabei sind wir als Team zusammengewachsen. Nach der letzten Bundestagswahl hast du für unsere Sache alles rausgeholt, was möglich war. Wir haben es so geschafft, endlich den Mindestlohn durchzusetzen, die Leih- und Zeitarbeit in den Griff zu kriegen, Verbesserung bei der Rente und die Entlastung der Kommunen auf den Weg zu bringen. Das war alles wichtig und das ging nur, weil du uns geführt hast, Sigmar. Deshalb sagen wir Danke. Ja, wir konnten so viel einbringen in den Koalitionsvertrag, so viel durchsetzen, weil wir genau wussten, was wir wollten. Mehr soziale Gerechtigkeit. Wir hatten einen klaren Plan und mit Herzblut haben wir dafür gekämpft. Die anderen, wir erinnern uns zurück, die hatten drei Themen. Davon kamen zwei übrigens von der CSU. Drei Themen, es war Mütterrente, Pkw-Maut und die berühmte schwarze Null. Und ich sage euch, es ist jetzt noch nicht klar und es wird auch nicht klarer werden, wofür CDU, CSU in den nächsten Jahren stehen wollen. Sie sind inhaltsleer und ausgelaugt. Das ist der Zustand von CDU, CSU. Aber eins ist jetzt schon klar. Die Raute und der Satz, Sie kennen mich, der wird nicht mehr reichen. Die Menschen haben ein feines Gespür. Sie wissen, dass unser Land erfolgreich ist. Aber sie wissen, es muss noch gerechter zugehen in Deutschland. Und es kann noch gerechter zugehen in unserem Land. Und mehr Gerechtigkeit geht nur mit der SPD. Mit CDU, CSU konnten wir einiges voranbringen, aber wir mussten immer wieder Kompromisse schmieden. Wir mussten auch manche Kröte schlucken. Jetzt wollen wir ab 24. September den Kanzler stellen, die Regierung führen, nein, das Land führen, Richtung mehr soziale Gerechtigkeit. Sigmar, du gibst heute den Staffelstab weiter. Deine Entscheidung zeigt, wie sehr dir unser Land, aber auch unsere Partei am Herzen liegen. Diese Entscheidung ist dir, wie ich miterleben durfte, nicht leicht gefallen. Aber die letzten Wochen haben gezeigt,
dass du recht hattest. Und du kannst stolz auf dich sein. Wir sind stolz auf dich und wir sind dankbar. Und auf eins können wir uns freuen. Am 24. September abends, wenn die ersten Hochrechnungen kommen und klar ist, Martin Schulz wird Bundeskanzler, dann wissen alle, das ist dein Sieg, das ist unser Sieg, der dieses Land voranbringen wird. Sozialdemokratie hat seit über 153 Jahren gekämpft, immer wieder, für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Auf Basis dieser Werte, mit Martin Schulz an der Spitze, mit einem Wahlprogramm, das intensiv und transparent erarbeitet wird und sich an den Menschen in diesem Land orientiert, damit werden wir erfolgreich sein. Dann werden wir feiern können, weil wir geschlossen und gemeinsam gekämpft haben. Ab heute geht's los. Auf geht's, Genossinnen und Genossen. Wir freuen uns auf den Wahlkampf. Und damit es losgehen kann, brauchen wir jetzt die Formalien wie immer. Wahl des Parteitagspräsidiums. Für das Tagungspräsidium des Bundesparteitags schlägt der Parteivorstand folgende Personen vor. Doris Ahnen, Nils Annen, Mike Roschek, Anke Rehlinger, Manuela Schwesig. Hierzu liegt euch die Tischvorlage 1 aus. Ich bitte um Zustimmung zu diesem Vorschlag. Alle Karten bei der Hand, funktioniert. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ich sehe, das ist einstimmig. Dann ist mein Part beendet. Ich danke euch und übergebe an Manuela Schwesig. Glück auf!